Hallo, Stia. Wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Stia. Stier, hinter dem Deck, sechste Schwerter. Sechste Schwerter spricht über eine Übergangszeit, eine Übergangsphase. Also, ich gehe, ich verlasse eine Situation, ich verlasse eine Arbeit, ich verlasse eine Beziehung, eine Person, eine familiäre Situation. Oder einfach, diese Karte nämlich, Stier hat auch sehr viel mit den Gedanken zu tun, ja. Das ist immerhin Luftelement. Luftelement ist das hier, ja. Also das spricht wirklich über die Gedanken. Und ich muss dir sagen, Stier, die Gedanken sind bei dir, kommende Woche. Also kommende Woche wirst du sehr viel am Nachdenken sein. Soll ich nicht? Deine Gedanken, wow. Also ich spüre hier eine starke Energie. Sechste Schwerter, wie gesagt, hat mit einer Übergangszeit zu tun bei dir. Und Veränderungen auf jeden Fall, das könnte hier über Veränderungen reden. Natürlich könnte man hier auch eine Reise sehen, ja. Aber ja, wir schauen weiter. Wow. Sternzeichen Löwe zeigt sich hier, Stier. Sternzeichen Löwe. Schaue bitte hier, sechste Kelchen, achte Schwerter, sechste Schwerter. Wir haben hier eine Blockade, Stier. Wir könnten hier auch über Konditionierungen reden. Konditionierungen. Wir könnten hier über ein bisschen den Ego, unseren Ego reden. Unser Ego ist bei uns allen da. Also, wir können hier über, ja. Die Energie zeigt sich interessant. Stier, achte Schwerter, sechste Schwerter. Ich spüre hier eine Blockade. Ich spüre hier eine Blockade, weil irgendwie das Gefühl wäre hier, Stier. Ich weiß nicht, wie ich diese Situation, wie ich ja, mich befreien kann oder loslassen kann. Oder ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Tatsächlich, das ist das Gefühl hier bei dir. Stier, eine starke Energie bei dir. Du hast mit Sternzeichen Skorpion vielleicht auch zu tun. Weil schau mal, was ich hier habe. Ein Ritter der Stäbe, die Karte der Tod, vier der Schwerter. Sternzeichen Skorpion hat für kommende Woche auch eine starke Energie. Nämlich die Karte der Tod auch in der Mitte. Das finde ich sehr, sehr interessant gerade. Also du hast, deswegen sage ich, vielleicht hast du mit Sternzeichen Skorpion hier eine Synchronisierung. Die Energie momentan ist anstrengend. Für mich auch, muss ich schon dazu sagen. Also, wie gesagt, Ritter der Stäbe, die Karte der Tod, vierte Schwerter. Es gibt eine Transformation hier mit dieser Karte der Tod, Stier. Diese Transformation ist,
ist nicht einfach. Die Gatte der Tod ist keine leichte Gatte. Die Gatte der Tod, unabhängig jetzt, worüber wir hier für dich reden, ist keine leichte Gatte. Ja, es ist halt, ich sehe hier eine komplizierte Situation. Ich hole mir mehrere Karten. Stia, ich brauche ein bisschen mehr Erklärung. Du hast hier auf diesem Würfel hast du Sternzeichen wieder und die Nummer 3. Sternzeichen wieder. Stier, hat das hier für dich mit einer bestimmten Person der Vergangenheit? Einer Person der Vergangenheit? Und es kommt jetzt auf deine Situation drauf an, wie alt du bist, wie deine Situation ist und so weiter, wer diese Person für dich sein kann. Weil für eine Gruppe ist dein eigener Vater, dein Vater, deine Mutter. Für eine andere Gruppe ist ein Ex. Wie gesagt, es kommt jetzt drauf an. Aber ich sehe hier, in manchen Fällen könnten wir den Fall haben, dass eine Person der Vergangenheit, und übrigens, Stier, die Vergangenheit zeigt sich bei dir extrem. Ich kann hier, wie gesagt, einen Geschwister haben, ein Kind haben, einen Vater, eine Mutter, einen Ex haben. Es kommt drauf an. Das Gefühl wäre hier, diese Person kommt wie transformiert an. Eine Person hat sich verändert, transformiert. Und diese Person möchte mit dir wieder irgendwie reden, es sich versöhnen. Stier, eine Person, die sich sehr transformiert hat. Nochmals, Sternzeichen Löwe zeigt sich hier wirklich, Löwe. Aber ich sehe hier nämlich auch Skorpion, sehr, sehr stark Skorpion. Und überhaupt, Sternzeichen wieder. Und Luftelement zeigt sich bei dir auch. Stier. Wow, Stier, eine starke Legung. Gell? Also eigentlich musstest du schon wissen, wenn ich dir die Karten zeige und nur ein bisschen deute, du musstest wirklich für dich wissen, worüber wir hier reden. Das ist mein Gefühl gerade. Dass irgendwie, das ist hier eine generelle Legung, aber ich denke, du würdest schon für dich, für deine Situation wissen, worüber wir hier reden. Hier habe ich jetzt Sternzeichen Steinbock, die Karte der Teufel. Die Karte der Teufel spricht über manche Suchtverhalten, toxische Situationen in manchen Fällen, Manipulation, Stier. Die Karte der Magier und der Teufel ist keine gute Kombination. Diese zwei Karten zusammen sind keine gute Kombination. Wir reden hier über Manipulation. Sternzeichen Zwilling, Jungfrau, Steinbock, Skorpion, Widder, Löwe, Krebs, Fische. Das ist eine Manipulation. In wenige Worte. In wenige Worte reden wir hier über Manipulation. Die Nummer 222 zeigt sich bei dir. Genauso wie beim, ich glaube, Sternzeichen Krebs. Ja, Sternzeichen Krebs hatte die Nummer 222 und überhaupt zweite Stäbe. Du hast hier auch zweite Stäbe. Jede Woche gibt es eine Karte, die populär ist, die sich oft das wiederholt. Kommende Woche wiederholt sich die Karte zweite Stäbe. Zweite Stäbe ist die Karte, die für alle Sternzeichen sehr populär dasteht. Oder für viele. Du hast wie bei Sternzeichen Krebs, Sternzeichen Fische, sogar Sternzeichen Skorpion, glaube ich, weiß nicht, viele Sternzeichen haben das bekommen. Du hast die Nummer zweite Stäbe und diese Karte hier begleitet. Beide Karten sind für mich gleich. Redet über eine Entscheidung. Ja. Stier, du hast eine ziemlich interessante Legung auf dem Tisch. Du hast in der Mitte auch zweite Schwerter. Ich habe dir gerade gesagt, du hast die Nummer 222 auf dem Tisch.
Wir reden über eine Entscheidung, aber eine komplizierte Entscheidung zeigt sich hier mit diesen zwei Schwertern. Du hast hier die Karte der Mond, nochmal Sternzeichen Krebs, Fische, die Karte der Mond, zwei Schwerter, vier Schwerter. Ich spüre hier sogar Angst in deiner Energie, ja? Stier. Die Karte der Mond, zwei Schwerter, vier Schwerter. Kommende Woche bist du sehr wahrscheinlich in eine, also du ziehst dich zurück, du denkst nach für dich, die Gedanken sind sehr stark da, du musst hier irgendeine wichtige Entscheidung treffen. Ich spüre hier bei dir aber sogar Angst, wenn ich dir ehrlich bin, und deine Energie macht mich ein bisschen nervös. Schau mal bitte, du hast hier auch die Karte der Mond, sieben Schwerter und Ritter der Stäbe. Nochmal Stier, diese Kombination hier ist genauso dubios. Ja? Die Karte der Mond, sieben Schwerter und Ritter der Stäbe ist nicht zum Empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich mich so ausdrücken soll. Also ist nicht erwünscht. Diese Energie ist nicht erwünscht. Wer ist diese Energie für dich? Eine Manipulation? Eine Lüge? Eine Strategie? Eine Manipulation? Ein bestimmtes Interesse hier? Wenn das jetzt... wow! Stier, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, mit wem du zu tun hast, wo du jetzt gerade dich befindest, in welcher Zeit, ob du Mann oder Frau bist, ob du mehr von den Jin oder Jan hast oder wie alt du bist. Ich weiß nicht, wie deine Situation aussieht, aber ich sage dir jetzt eine Sache. Du hast hier eine ziemlich, ziemlich dubiose Energie. Ich rede hier, wenn das jetzt eine Person für dich ist, ich meine, ich rede ja für dich. Du kennst ja deine Wahrheit. Jeder von uns kennt seine Wahrheit, die Cross-Watchers auch. Also von da aus, ich rede ja für dich, die Leben kann sich ja spiegeln, aber jeder für sich weiß schon, in welcher Situation sich befindet. Das kann ich nicht wissen. Ich kenne meine Wahrheit, jeder von uns, ja. Was ich dir halt sage, ist, wenn das jetzt eine Person ist, vorsichtig. Vorsichtig. Vorsichtig, ich meine, wenn ich dir ehrlich bin, okay, Stier, ich sehe hier, wie gesagt, ich sehe hier eine Entscheidung. Das ist hier eine Entscheidung. Das ist einfach, das Wort bei dir gerade hier, was ich hier habe, ist einfach Entscheidung, groß geschrieben, Entscheidung. Was hat das damit zu tun jetzt hier? Womit hat das hier zu tun? Das ist die Sache. Hast du hier einen Verlust gehabt? Ist jemand bei dir? Ich sage nicht, dass das geschehen wird. Ich sage, dass das schon geschehen ist. Gab es hier irgendeinen... Ein Verlust in der Familie. Eine Person ist gestorben. Und dadurch, also zum Beispiel, in meiner Familie hat sich was verändert. Ja? In meiner familiären Situation hat sich was verändert. Durch eine ziemlich komplizierte Situation. Egal wo, bei jeder anders. Und dadurch muss ich jetzt eine wichtige Entscheidung treffen. Ich muss eine wichtige Entscheidung treffen. Und das ist kompliziert. Es fällt mir kompliziert, weil, ja. Body Care. Also, achte auf deine Gesundheit, ja? Das sage ich dir.
Also achte auf deine Gesundheit. Unser Körper ist unser Tempel. Ja, unser Körper ist unser Tempel. Also achte auf deine Gesundheit, achte auf deinen Körper. Ja. Diesen Körper wurde uns ja, ausgeliehen. Also das gehört und nicht uns. Also diesen Körper gehört nicht uns. Wir müssen dankbar dafür haben, aber wir müssen auf unseren Körper achten. Also wir müssen uns schon auf unsere Gesundheit achten. Ja, unser Körper ist unser Tempel. Ja, natürlich. Ja, also und man muss nicht über oberflächliche Situationen reden. Es ist oberflächlich, den Körper, dass man so achtet. Nee, es hat mit der Gesundheit zu tun. Auch. Wenn ich auf meinen Körper achte, achte ich auch gleichzeitig auf meine Gesundheit. Weil ich sehr wahrscheinlich auch weniger Alkohol trinke oder wenig Alkohol trinke, nicht rauche, weil ich Sport treibe. Ja, unser Körper braucht Training und ich brauche Gewichte zu heben. Ja, wir alle müssen Gewichte heben. Das ist sehr wichtig. Unser Körper ist unser Tempel und ist wichtig. Ja. Klar ist das leicht zu sagen oder einfach zu sagen, ja, das ist so oberflächlich. Nein, das hat damit nichts zu tun. Es hat mit der Gesundheit zu tun und mit unserem Wohlbefinden. Ja, also ich fühle mich wohler, wenn ich auf meine Gesundheit achte, auf meinen Körper achte. Für niemand, nicht für jemand, für mich persönlich. Das ist für mich wichtig. Du hast dreimal die Karte der Mond auf den Tisch. Und hier steht, dass diese Karte kam nämlich bei Sternzeichen Fische kommende Woche. Aber für diese Woche, für diese, die wir sind, für Sternzeichen Jungfrau und Steinbock auch. Denn das kann ich hier auch mit der Karte der Teufel haben, ja? Diese Sexualität auch. Wow, ich meine jetzt Stier, bei dir ist ein Interesse. Warum habe ich bei dir gerade über deinen Körper gesprochen? Weil hier steht den Satz Bodycare oder diese zwei Worte Bodycare, ja. Und das hat mit der Selbstpflege, also überhaupt was mit meinem Körper zu tun hat. Bodycare, ja. Ich achte auf meinen Körper, ja. Und diese Karte ist zusammen mit der Karte der Tod gekommen. Also pass auf dich auf, natürlich. Achte auf deine Gesundheit. Schaue, welche schlechte Gewohnheiten du hast. Ja, wenn du vielleicht zu viel, also wenig dich bewegst, solltest du dich mehr bewegen. Und wie gesagt, Gewichte heben ist für uns allen wichtig. Ja. Es ist wichtig, was ich dir gerade gesagt habe. Ja. Interessant ist für dich, zweite Schwerter kommt in der Mitte die Karte die Welt. Die Karte die Welt. Interessant. Zweite Schwerter, die Karte die Welt. Du hast hier eine wichtige Entscheidung zu treffen. Diese wichtige Entscheidung spricht darüber, dass du sogar einen Zyklus abschließt. Du hast Angst. Das Gefühl, was ich bei dir bekomme, Stier, ist, dass du Angst hast, diesen Zyklus hier abzuschließen. Warum hast du Angst? Ja, weil es ist auch logisch, wenn man einen Kapitel unseres Lebens abschließen muss, da bekommt man Angst, da kriegt man Angst. Ja, ich spüre hier diese Situation. Du weißt, dass du hier eine wichtige Entscheidung treffen musst und du hast Angst. Die Karte die Welt ist eine internationale Karte. Du hast nämlich auch mit vier der Schwerter. Und diese Karte ist schon mal bei dir gekommen, oder? Bereit für eine neue Welt. Du hast hier den Satz, bereit für eine neue Welt, begleitet mit diesen vier der Schwerter. Deswegen sage ich, die Gedanken sind bei dir. Interessant, dass das Wort Welt ist da und die Welt ist in der Mitte bei dir in deiner Legung. Ich finde es einfach nur interessant. Also die Karte die Welt zeigt sich bei dir zweimal, Stier. Ist eine internationale Karte, ist Internet, ist eine Reise, ist ein Umzug, ist einfach ein Zyklus in meinem Leben, den ich abschließe. Ich fange was Neues an.
Bereit für eine neue Welt. Das ist der Grund, warum du kommende Woche du dich für dich sein wirst. Du ziehst dich zurück, du denkst nach, die Gedanken sind da. Du möchtest hier eine Entscheidung treffen, eine wichtige Entscheidung treffen. Es gibt bei dir eine Transformation in deinem Körper. Sehr wahrscheinlich fängst du mehr, du fängst mit Sport an. Also ich denke, du wirst deinen Körper verändern. Warum sage ich dir das jetzt? Weil das ist das Gefühl, was ich bekomme mit der Karte der Tod und Body Care. Ich denke, du möchtest wieder dich um deinen Körper kümmern, fokussieren. Ja, und mit deinem Körper mehr arbeiten. Denn unser Körper ist unser Tempel, ja. Und das weißt du auch, wenn du mehr Sport treibst oder du dich mehr bewegst, du fühlst dich automatisch besser mit dir selber. Und das ist das Gefühl hier. Deine Gesundheit verbessert sich und überhaupt alles. Also von da aus, die Energie sagt dir, Stier, beweg dich mehr. Überhaupt, wenn du zu viel trinkst, schau mal mit diesen Ritter der Stäbe und neunte Kerlchen, hier sehe ich Alkohol, hier sehe ich Drogen, hier sehe ich... wie gesagt, Alkohol, Drogen, Sex und Rock'n'Roll. Hier ist alles da. Ich weiß, Stier, nicht für uns allen. Ja, nicht für uns allen. Für eine Gruppe. Sicher. Sicher. Zumindest für die Gruppe, die ich gerade hier habe. Sage ich es jetzt mal so. Das rettet mich immer wieder. Ich spüre hier diese Situation. Eine Person, die zu viel Alkohol trinkt, eine Person, die Drogen raucht, eine Person, die, wie gesagt, Highlife, schön und gut. Ich habe selber nichts dagegen. Ne? Die Sache ist, wenn mich das krank macht, wenn ich merke, wenn ich zu viel Alkohol trinke, Drogen rauche und so weiter, das tut mir nicht gut. Wenn ich merke, dass ich krank wurde, sehr krank wurde dadurch und ich spüre, mein Körper macht nicht mehr mit. Wenn etwas mir sagt, vorsichtig, so geht es nicht weiter, dann tut sich hier was verändern. Und das ist, was ich hier bei dir spüre, Stier. So einfach wie das. So einfach wie das, Stier. Stier, ich sehe hier zwei Kerlchen plus eine Person, die über Internet beobachtet. Internet ist da. Eine Person hat Spaß mit den Fotos. Ich schaue mir Fotos an. Ich beobachte dich. Ich lache mit dir ein bisschen. Zwei Kerlchen, sogar eine Kommunikation über Internet, Stier, eine Person möchte dich sehen, mit dir was trinken. Ich spüre, die Legung kann sich ja spiegeln, ich spüre hier eine Königin der Stäbe, Feuerelement, nochmal Sternzeichen Löwe zeigt sich hier, Löwe, Sternzeichen Widder oder Sternzeichen Schütze. Mit der Karte der Mond, diese Person ist mit der Karte der Mond begleitet, aber ich muss dir sagen, tatsächlich, ich muss dir sagen, dass die Karte der Mond bei dir dreimal da ist. Die Karte der Mond ist dreimal bei dir. Stier. In dem Fall hier, die Karte der Mond ist begleitet mit dieser Person, die nicht richtig Luft bekommen kann. Diese Person hier trägt ja eine Maske. Diese Person trägt die Maske, ist in einem Ort, wo irgendwie die Person kann nicht so richtig Luft atmen, die Person geht es nicht gut hier. Und die Karte der Mond, ja, also, was ich hier verstehe, irgendwie haben wir etwas, was mit Lügen zu tun hat, mit solchen Situationen hier. Die Karte die Welt, die Karte die Welt. Interessant, nochmals, interessant hier, siebente Schwerter plus eine Nachricht. Ist das jetzt eine Nachricht? Ist das jetzt eine wichtige Unterschrift? Wow, Stier, also unterschreibe nichts, bevor du das nicht richtig alles liest. Lese alles, ja. Wir machen immer diesen Fehler, ja. Wir vertrauen immer so schnell und schnell unterschreiben wir. Also wenn das jetzt eine Unterschrift ist, lese, bevor du es unterschreibst, lese dir alles durch. Wenn das jetzt für dich keine Unterschrift ist, ich sehe hier eine Person, die dir eine Nachricht schreiben wird. Es gibt hier wirklich eine Person, die eine Nachricht schreibt. Eine Person, das Gefühl wäre hier, die Nachricht wäre so ungefähr, hallo, wie geht es dir?
Ich würde gerne dich sehen, ich würde gerne dich treffen, wollen wir uns sehen, wollen wir uns treffen und so weiter. Diese Person zeigt hier eine starke, wie gesagt, Anziehung. Ich spüre hier eine Person mit einer starken Anziehung, das muss ich schon sagen. Du hast gerade gesehen, das Wort ist auch bei dir da. Ja, diese sexuelle Anziehung ist hier natürlich sehr stark sogar. Ja. Augenblick, bitte. Hier zeigt sich auch ein Foto, Stier. Vielleicht gibt es eine Ähnlichkeit mit jemandem. Ein Foto plus Ass der Schwerter. Ass der Schwerter spricht über einen Schluss. Ich mache einen Schluss mit einer Person oder ich treffe hier eine wichtige Entscheidung. Nochmals, Stier, das Wort Entscheidung ist bei dir sehr wichtig hier. Ich spüre hier eine Entscheidung. Diese Entscheidung, die ich hier habe, fällt dir sehr schwer. Warum? Weil vielleicht hast du Kinder. Vielleicht gibt es hier Kinder. Oder es gibt hier Altersunterschied irgendwie. Ich habe dir ja gesagt, ich spüre eine Konditionierung hier bei dir. Ja, aber hinter dem Deck steht, bringe deine Liebe zum Ausdruck, steht hier. Bringe deine Liebe zum Ausdruck, du verdienst geliebt zu werden, Stier. Diese Karten sind rausgekommen, die Sonne und die Herrscherin. Es gibt eine Schwangerschaft hier, Stier. Die Sonne und die Herrscherin, das ist eine Schwangerschaft. Geforte, ne? Vier der Schwerter kommende Woche, Stier. Vier der Schwerter, da kommst du von einem Drei der Schwerter. Ne? Drei der Schwerter ist auf dem Tisch. Schau dir bitte das an. Drei der Schwerter, es gibt hier einen Schmerz. Was ist das hier für dich? Einen Schmerz, eine Enttäuschung, einen Schluss. Du hast hier wieder diese Nummer 2 der Münzen. Nochmals 2 der Münzen. Die Nummer 2222 ist bei dir hier auf dem Tisch. Stier, diese Nummer wiederholt sich ständig hier bei dir. Wir reden über eine Dualität. Wir reden über eine wichtige Entscheidung. Wir reden hier über Zweifeln. Wir reden hier über eine ziemlich komplizierte Energie. Ich weiß nicht, warum man sich so schwer macht. Was ist das hier? Warum macht man das sich so schwer? Die Karte, die Liebenden, kam auf dem Kopf. Ja? Die Karte, die Liebenden, kam auf dem Kopf. Man will eine Entscheidung hier nicht treffen, oder wie? Stier. Und dann kommt die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit ist eine Karte, die über die Gesundheit auch spricht. Ja? Das ist die Gesundheit. Das ist eine Heilung. Die Heilung sehe ich ja bei dir hier, Stier. Das hier spricht über eine Heilung. Vier der Schwerter und die Karte, die Mäßigkeit, das ist die Gesundheit. Plus drei der Schwerter. Plus diese Karten, die ich hier habe. Stier, wenn das wirklich für die Gruppe, die ich hier habe, für diese Gruppe zum Beispiel, eine Gruppe, die zu sehr viel Alkohol trinkt, sogar nochmals, wie gesagt, ich sehe hier alles, ja, Drogen nämlich auch. Wenn ich hier für eine Gruppe rede, die Alkohol oder Drogen nimmt, du wirst, wenn das so ist, Stier, es kann möglich sein, dass deine Gesundheit, du das merken wirst, in deiner Gesundheit, ja? Und dass du kommende Woche für dich sein musst, weil du heilen musst, weil du deine Gesundheit muss sich hier verbessern. Ich sehe die Gesundheit bei dir. Was denke ich durch diese Situation?
wird sich deine Gesundheit auch verbessern. Es nimmt Zeit, aber es wird sich verbessern. Warum sage ich dir das? Warum bin ich mir so sicher? Weil du hast hier die Karte, diese Karte bekommen, bereit für eine neue Welt. Also das heißt, das ist immer so das Leben, ja? Das ist das Leben pur hier. Also ich mache Erfahrungen. Ich bin ja in einer Schule. Wir sind ja alle in einer Schule hier. Ich mache eine bestimmte Erfahrung. Und wenn diese Erfahrung nicht gut für mich war, das werde ich merken, weil mein Körper mir sagt, vorsichtig, ja, vorsichtig. Also irgendwie sagt mir mein Körper vorsichtig mit einer Krankheit. Deswegen sage ich, das spricht nicht für uns allen Stier. Warum? Weil wir nicht alle in der gleichen Zeit sind. Nicht alle Sternzeichen Stier auf der Welt haben das gleiche Leben. Das ist nicht logisch. Ja? Die Gruppe, die ich gerade jetzt hier habe, kann ich wirklich mit dieser Situation zu tun haben. Ich bin in dieses Highlife, also ich trinke und ich habe Spaß und ich rauche und das und jenes. Und irgendwann kommt das Leben und sagt, und stoppt mich, ja, und sagt, hey, warte. Und wie? Mit einer Krankheit. Ist das jetzt schlecht? Nein, ist es nicht. Weil die Energie sagt mir, das bereitet, diese Situation bereitet dich für eine neue Welt. Klar. Ich lerne ja, durch diese Situation habe ich jetzt gelernt und jetzt weiß ich, aha, das nächste Mal mache ich es anders. Wenn ich einen anderen Ergebnis bekommen möchte, muss ich anders handeln. Das heißt, wenn ich nicht mehr diese Krankheit will, muss ich natürlich anders handeln. Nicht mehr trinken. Denn, Stier, das habe ich dir auch mal gesagt, wenn wir mit Suchtverhalten zu tun haben, egal welche die sind, bin ich mit dem Universum nicht verbunden. Ich kann mich mit dem Universum nicht verbinden. Ich sehe kein Zeichen, nichts. Ich sehe nichts. Ich bin, klar, ich bin mehr auf dieser Seite, ne? Logisch. Das ist das Materielles. Ich habe mehr mit dem Materielles zu tun. Das ist nicht schlecht. Also der Teufel ist ja bei uns allen da. Ich muss das nur balancieren können. Ich muss mein Leben in Balance bringen. Das heißt, die Spiritualität und auch das Materielle. Ich muss Matrix, das ist Matrix und das ist das Spirituelle. Also ich muss diese beiden in Balance bringen können. Ich kann natürlich ausgehen und was trinken und was rauchen, natürlich. Aber so, dass ich das alles dann auch in Balance halten kann. Damit ich meinen Fokus nicht verliere. Ich darf meinen Fokus nicht verlieren. Ja, ich muss wissen, wo das ist und wo das. Also ich muss das bewusst bleiben bei der Sache. Denn sonst kann ich hier nichts Neues anfangen. Ich kann nichts Neues anfangen. Ich kann keine Entscheidung treffen. Ich weiß nicht wo. Ja, warum? Weil ich hier mit ziemlich toxischem Verhalten zu tun habe. Stier, ich kann das einfach nicht anders sehen. Ich habe hier die Karte der Teufel, die Karte sieben der Schwert, die Karte der Mond, die Karte sieben der Schwerter. Ich habe hier viele dubiose Karten. Ich habe die Karte der Mond nochmals. Ich meine, das ist nicht, das kann hier nicht, wie sage ich, Zufall sein. Zufälle existieren ja nicht. Ja. Sonst sticke ich. Ich sticke. Ich kann nicht atmen. Warum kannst du nicht atmen, Stier? Wegen des Rauchen. Du rauchst zu viel. Oder du befindest dich in einem Umfeld. Dein Umfeld hat nur mit Lügen zu tun. Es gibt hier etwas, was man verändern muss. Ja, Stier. Es gibt hier etwas, was man wirklich verändern muss. Man muss hier eine wichtige Entscheidung treffen. Und das ist wichtig für dich, für deine Gesundheit, für dein Leben, für alles. Das ist wichtig für dich. Was das natürlich jetzt ist, kannst nur du wissen. Ich nicht.
Und natürlich auch eine Schwangerschaft, wie gesagt. Also vorsichtig, ja. Vorsichtig, weil wenn das nicht gewollt ist und das vielleicht nur durch manche Suchtverhalten, ja, ich bin mit einer Person zusammen und ich lasse diese Person schwanger, obwohl ich das gar nicht so bewusst in der Sache war, oder ja, das, solche Sachen muss man vorsichtig sein. Ist sicher eine Schwangerschaft. Interessante Energie, Stier. Ich bin gerade irgendwie, wie ich dir wirklich, also ich meine jetzt, wie soll ich dir das am besten sagen? Ich spüre hier eine Dualität immer wieder. Eine Dualität, zwei Situationen, ein doppelt Leben. Das ist hier ein doppelt Leben oder Lügen oder keine Wahrheit. So eine Situation ist hier. Ich spüre hier diese Situation. Die Wahrheit ist nicht da. Hier gibt es keine Wahrheit. In dieser Seite hier gibt es keine Wahrheit. Das ist keine Wahrheit. Und die Wahrheit macht uns am Ende frei. Das ist die Sache. Die Wahrheit macht mich ja frei. Von da aus, ich muss bei meiner Wahrheit bleiben. So ehrlich wie möglich bleiben und so in meiner Wahrheit bleiben wie möglich. Weil es gibt hier sonst eine Lüge. Ich spüre hier stark eine Lüge. Lügen. Falschheit und so weiter. Sternzeichen Fische zeigt sich hier sehr stark. Fische oder Krebs. Skorpion auch, habe ich dir ganz am Anfang gesagt, glaube ich, Stier, dass du Wasserelement hier sehr stark hast. Ja? Fische, Krebs oder Skorpion, sehr stark bei dir. Aber nochmal, spüre hier eine dubiose Energie. Ich meine, ich kann es nicht lassen. Es gibt hier eine dubiose Energie und nur du für deine Situation weißt, was das hier überhaupt für dich heißen kann. Stier. Sehe ich dieses Suchtverhalten bei dir? Ja. Sehe ich möglicherweise vielleicht eine Krankheit aus irgendeinem Grund? Es kann möglich sein. Finde ich das aber schlecht? Eigentlich nicht. Also eigentlich, das ist immer eine Vorbereitung für das, was Neues für dich zukommt. Ja, es ist eine Vorbereitung. Aber ich spüre hier, sechste Schwerter ist deine Energie für kommende Woche. Stier. Sechste Schwerter ist deine Energie. Und was ich hier sehe, ist eine Person, die geht. Ich verlasse eine Situation, die mir nicht gut tut. Wo ich ankomme, weiß ich nicht, aber das, was ich hinter mir habe, kenne ich. Und ich weiß, dass es mir nicht gut getan hat. Ich gehe, ich ziehe aus. Das ist ein Umzug. Das ist eine Übergangszeit. Das ist ein Ciao, Ciao, Darling. Wenn ich was Neues anfangen möchte, egal was, Arbeit, Beziehung, Veränderung in meinem Leben, wenn ich was Neues anfangen möchte, muss ich eine Entscheidung treffen können. Ja, und ich spüre bei dir viel Angst, tatsächlich viel Angst. Das hat irgendwie mit deiner Kindheit. Das hat mit deiner Kindheit zu tun. In manchen Fällen warst du ein Kind, wo Mama dich zu sehr beschützt hat. Das ist immer schön und süß. Ich weiß das. Ja, ich weiß, wie das ist. Aber das ist nicht gut. Das ist nicht immer gut. Eltern müssen loslassen. Die Kinder müssen auch einen Weg machen. Wenn wir unsere Kinder zu sehr schützen, wenn die größer sind, können die allein irgendwie nicht, die können sich allein nicht, wie sage ich, Entscheidungen treffen, zum Beispiel. Allein entscheiden, weil die haben Angst. Die haben Angst, wenn die sich frei fühlen, die haben Angst, weil die sind ja gewöhnt, beschützt zu sein. So ungefähr, Mama beschützt mich. Mama sagt mir, was ich zu tun habe. Mama gibt mir die besten Empfehlungen. Meine Mama hier und meine Mama her. Ja, schön und gut. Aber nicht, weil ich mein Kind zu sehr beschütze, bin ich die beste Mutter. Das ist eine falsche Einstellung. Ich bin nicht die beste Mutter, wenn ich mein Kind einfach für mich haben will und nee, ich bin nicht die beste Mutter. Das ist toxisch. Wieder mal toxisch. Dann kommt man durch die Gefühle in eine Manipulation. Ich manipuliere meine Kinder durch meine Gefühle, durch die Gefühle.
Die Manipulation durch die Gefühle ist da. Und das hatte ich bei Sternzeichen Jungfrau und Steinbock sehr stark vorherige Woche gehabt. Manipulation durch die Gefühle. Ja? Meine Kinder manipulieren mich durch die Gefühle. Ich manipuliere meine Kinder durch die Gefühle oder überhaupt. Ja? Also deswegen, es kann schon möglich sein, Stier, dass du hier durch deine Kindheit dieses starkes Gefühl von beschützt zu sein, du hattest, ja, und das war für dich in dem Moment gut, aber das ist dann, wenn man älter wird, nicht gut, ja, weil man manche Entscheidungen nicht treffen kann. Man fühlt sich nicht fähig, man hat Angst, ja, und die Energie sagt dir, trau dich, die Energie sagt dir, trau dich hier, trau dich, sagt die Energie. Habe keine Angst, trau dich, bleib in deinem Vertrauen, deinem Glauben, glaube und trau dich. Glaube und trau dich, Veränderungen zu machen. Entscheide dich, glücklich zu sein. Denke für dich. Achte auf deine Gesundheit. Pass auf dich auf. Treibe mehr Sport. Achte auf deinen Körper, auf deinen Tempel. Ja, lasse toxisches Verhalten oder wie gesagt, Suchtverhalten hinter dir. Und ja, trenne dich auch von Menschen, die eigentlich du weißt, dass du dich trennen musst. Und bleibe für dich und irgendwie, damit du auch Entscheidungen treffen kannst. Weil sonst, die Karte die Liebenden ist auf dem Kopf. Und wenn die Karte die Liebenden auf dem Kopf ist, ist nicht gut. Weil das heißt, ich traue mich hier, keine Entscheidung zu treffen. Und die Energie sagt dir, trau dich, habe keine Angst, mach das. Ja? So wie die Karte der Narr. Der Narr, du siehst der Narr. Schau mal, der Narr tut einen den Bein nach vorne, der Narr, ohne zu sehen, dass hier keinen Boden mehr gibt. Der Narr sieht nicht, dass hier keinen Boden gibt. Er tut einfach den Fuß drauf und Gott tut den Boden. Ja? Also der Narr geht einfach total im Vertrauen, in seinem Glauben. Der Narr macht diesen Schritt und vertraut, dass Gott den Boden dann auch da hinten da tut, ja. Und so ist es. Trau dich, entscheide dich glücklich zu sein und den Rest, du wirst dann Hilfe bekommen. Aber du musst dich trauen. Habe keine Angst. Habe keine Angst, Stier. Mama und Papa sind nicht für immer da. Natürlich nicht. Lasse los. Ja? Ich liebe meine Kinder, aber die gehören mir nicht. Ich bin da. Wenn die mich brauchen, ich bin da. Aber die gehören mir nicht. Ich lasse sie los, weil ich sie liebe. Ich liebe sie und ich lasse sie los. Ja? Also wenn ich sie nicht loslassen kann, heißt das toxisch, das ist toxisch, das ist eine Co-Abhängigkeit zu den Kindern auch. Ja? Nochmals, die gleiche Situation hatte ich bei Sternzeichen Jungfrau und Steinbock. Erde-Element überhaupt wie du. Das Gefühl ist sehr stark da. Dieses Gefühl von Co-Abhängigkeiten, ja? Was mit den Gefühlen, ja? Also, aber das ist nicht das Wahre. Stier, das ist die Energie, die ich für kommende Woche spüre für dich. So habe ich das gespürt und so sage ich dir das auch. Und du hast nämlich vierte Schwerter und sechste Schwerter. Ich spüre hier, wie gesagt, viele Schwerter, ein Luftelement. Du bist am Denken, Denken und wieder Denken. Du bist am Nachdenken. Das ist die Energie. Das ist die Energie für dich für kommende Woche. Du hast hier entweder was vor, entweder hast du wirklich was vor und willst du Veränderungen in deinem Leben machen. Befreie dich. Befreie dich, egal worüber ich rede jetzt, für deine Situation. Befreie dich, lasse los. Lasse los. Ob das ein Kind ist, ob das eine Mutter, Vater ist, ob das wer das ist, lasse los.
Ja, mir ist ja klar, dass wenn meine Kinder klein sind, die brauchen mich, solange die noch klein sind und sich nicht selbst unabhängig sind. Das weiß ich alles, ja. Aber mir ist ja auch klar, dass wenn die Kinder schon unabhängig sind, selbstständig sind, ich muss loslassen. Überhaupt, die werden mir schon ein Zeichen geben. Die geben mir auch diesen Zeichen, Mama, jetzt. Ja, und ich lasse los, weil die müssen ja einen Weg machen. Ich habe mich in dem Leben von meinen Kindern nicht reinzumischen. Meine Kinder auch nicht in meinem Leben. Ja, also es gibt manchmal diese Beziehungen in der Familie, ob das Ehemann zu Ehefrau oder Kinder zu Eltern, die mehr zu einer toxischen Beziehung werden. Es wird toxisch, es wird zu einer Co-Abhängigkeit und das ist nicht gut. Ja, die Liebe ist wichtig, aber keine Co-Abhängigkeit, keine toxischen Beziehungen. Jeder hat einen, jeder ist frei. Wir sind alle frei. Ja, von da aus in Respekt. In Treue, aber frei. Stia, das ist die Energie, die ich hier habe für kommende Woche für dich. Ich danke dir ja sehr für deine Likes und deine Abos. Dankeschön und bis bald. Stia. Ciao. Tschüss.